gar nicht dumm. Und am allerliebsten spielt er an Puppen rum. Die Barbie-Puppen, denen er ganz besonders so. Erst zirkt das nackert aus, dann zirkt das wieder um. Doch der Papa kriegt jeden Tag die Krise, die Mutter ihn beruhigt. Geduld ist die Devise. Lass den Buben doch Barbie spielen, was soll denn schon passieren? Es ist doch ganz normal, das braucht dich nicht genieren. Doch der Papa wirft die Puppen gleich beim Fenster aus. Das Barbie-Puppen zeige, kommt man nicht ins Haus. Ja, was hat er denn? Der Franz geht jetzt in die Schule und schon in die sechste Klasse. Doch Bagger, Kranz und Autos machen ihm keinen Spaß. Das Barbie-Spielen, das ist für ihn die allergrößte Sache. Weil wenn er die so anschaut, da werden Gefühle wach. Doch der Papa kriegt jeden Tag die ihn beruhigt. Geduld ist die Devise. Lass den Wurm doch Barbie spielen, lass ihn doch mein Hase. Ich bin ziemlich sicher, das ist nur eine Phase. Doch der Papa reißt sein Wurm die Barbies aus der Hand. Das Plastikpuppenzeigel ist einfach ein Schand. Ja, was hat denn der Party? Franz ist jetzt erwachsen, eine Freundin hat er schon. Die hat zwei Riesenbusen aus bestem Silikon. Die wippern ewig lang, die kann nicht einmal gescheit glotzen. Und statt einem Mund hat's ein Schlauchboot in der Fotzen. Der Papa kriegt die Krise, wie ist denn das passiert? Und schon wird er von seiner Frau darüber informiert. Was hast jetzt von deinem Barbie-Bahn? Jetzt muss das Bier sein. Hätte dem Buben nur seine Barbie-Puppen lassen müssen. Der Papa sagt jetzt, hör einmal, denk doch mal an morgen. Die kannst nicht neu beerdigen, die musst entsorgen. Ein Grüner ist der Party. Das lang hat sich gedauert mit dem aufgespritzten Weib. Für sie, da war der Franzi nur ein kurzer Zeitvertreib. Ein anderer hat's ihm ausgespannt, ein Filmstar ganz bekannt. Zack, jetzt lebt die Barbie in einem Dreamhaus an einem Strand. Der Papa kriegt die Krise, sein Bub am Boden zerstört. Und er kann gar nicht glauben, was er von seinem Buben da hört. Ich mag nimmer Barbie spielen, das ist jetzt vorbei. Ab jetzt sind mir die Barbie-Weiber wirklich einerlei. Ab jetzt wird alles anders, Papa, du wirst sehen. Ich such mir jetzt kein Barbie mehr, sondern lieber einen Ken.